Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Yoga Runde 63. Ich würde sagen, wir starten einfach. Ich starte jetzt den Track und dann geht's los. So, auf geht's. Schnell die Musik laufen lassen. Und wir stellen uns schön in die Breite. Schön den breiten Stand. Gehen tief. Und kommen ins X hoch. Jawohl, und nochmal runter. Und noch ein. Mach dich schön groß ins X. Einen können wir noch. Geh in den Skiball. Love is a cake, baby. Looks like you're in it. The hundred feet on. Thank you.
Nee, lass die Hände durch das Wasser gleiten. Schau in den Spiegel. Und der Body Ramp. Zum Sun Salutation. Das heißt, wir fangen eigentlich genauso an, wie wir eben aufgehört haben. Ja, fangen wieder mit dem Strecken an. Einmal 6. In den Schieber. Und nochmal drücken. Und halten. Okay.
wieder los. Hohes Brett. Tiefes Brett. Herabschauender Hund. Und wieder. Herabschauender Hund. Und rechts die Tiefe. Links die Tief. Rechts die Tief. Links die Tief. Hintere Bein kommt nach vorne. Öffne dich. Letzte Runde. Jawohl. Richtung Sprinter. Öffne dich. Bleib schön tief. Komm her. Jawohl. Kurz Spritzer. Herabschauender Hund. Komm, letzte Runde. Halte durch. Hohes Brett. Tiefes Brett. Herabschauender Hund. Und nochmal. Herabschauender Hund. Und nochmal lang. Rechts. Links, rechts, links, komm mit dem hinteren Bein nach vorne, so, jetzt geht auch schon ein bisschen die Pumpe, auf geht's, ehrlich, schon ganz schön eingerostet. Wir kommen für die Oberschenkel in die Übung. Jawohl. Wir gehen in den Krieger. Zur rechten Seite. Ganz locker. Und tief. Die Arme nach oben. Okay, pass auf, Becken vorne. Guter Stand. Und im Krieger. Hier mit den Sonnenschirmen. Für die, die das schon anstrengend ist, die bleiben einfach so. Und die, die noch ein bisschen wollen, dürfen jetzt die Ferse gleich heben. Auf geht's! Und jawohl! Walking Dead and Night! Halte! Leide! Komm, alles zittert, alles ist richtig. 14 Tage nicht getan. Going on outside. Okay, lösen wir. Das heißt, wir gehen wieder zusammen. Bleiben in der Mitte. Auch wieder auf die rechte Seite. Jetzt kommt das Feuer und Wasser, was ich immer klären, wie ich erzählt habe. Das heißt, die haben Richtung Knie gestreckt. Die bleibt noch langsam über. Jawohl, und wieder zurück. Und nochmal. Bleibt schön auf einer Ebene. Going on. Komm, zwei Pendel noch. Der Markt kommt tiefer. Halte. Und schiebe. Und löse. Jawohl. Okay. Komm in den Stuhl. Hände davor. Probe ein bisschen raus. Und jetzt. Abwechseln. Ferse. Schön in der Linie bleiben. Der Markt, wenn die Hände noch raus und wenn das auch noch zu langweilig ist, dann geht einfach ein bisschen tiefer. Ja, es brennt. Hopp, 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 hopp. Was zur einen Seite gut funktioniert, funktioniert auch zur anderen Seite. Finger zur anderen Seite. Finger nach links. Bleib gerade. Guck
Kurzatmigkeit darf sich auch bei euch anstehen. Schön tief sitzen. Stabiler Stand, kontrolliert es nochmal. Jawohl. Warum sollen wir den Sonnenkrieger? Wer mag? Wieder die Ferse hoch. Jawohl. Oh, das brennt auf der anderen Seite. Strecken. Tiefer, Ferse hoch. Jawohl. Feuerwasser zur anderen Seite. Korrigiert die Füße. Kommt tief. Kabel ist auch nur ein bisschen bescheuert. So. Ferse dran. Zeigt auf das Knie. Und Feuer. Und Wasser. Wunderbar. Feuer. Oh. Wieder die Ferse. Zack. Rein in den Stuhl. Vielleicht ein bisschen tiefer. Going on. Auf geht's. Komm her. Nicht zur Seite kippen. Schön gerade bleiben. Wir machen gerne noch die Arme mehr nach vorne. Jawohl. Jawohl! Ersten drei Durchgänge von 45 Minuten geschafft. Nur noch eine halbe Stunde vor uns. So, wir kommen zum Gleichgewicht. Auf zur nächsten Runde. Das heißt, locker. Auf das rechte Bein. Links geht nach hinten. Entweder vor die Brust oder lang. Geh etwas tiefer. Okay. Wenn du dich konzentriert hast, dann geht's los. Okay. Damit es besser.
euch mal hin und kommt in den Tänzer. Sehr schön. Halte noch ein bisschen. Jawohl. Ihr seid sauber. Jetzt beide Beine. Hoch. Lang machen. Das bleibt drin. Und wir kommen langsam mit dem Oberkörper runter. Jawohl. Und in die Nase. Jetzt ist der Atem. Denk dran, tun die Wirbel. Jetzt der Atem. Spüre die Luft unter deinen Flügeln. Kopf. Lang um. Jawohl. Runter. Setz dich auf die Ferse. Und wenn du unten bist, kommst du langsam in den Langsitz. Langsitz und lässt das rechte Bein lang. Guckst nochmal, beide Hände unten liegen, das rechte Bein. Das linke Bein in die Beuge. Jawohl. Wenn du das Bein hier hast, leg es kurz rüber. Und bleib hier. Jawohl. Jetzt greifst du um. Als wenn du ein Baby in den Arm nimmst, nimmst du jetzt dein Bein in den Arm. Und gerne das in die Kniebeuge, in die Ellbeuge, in die Gesellschaft. Und wir drehen. Auf. Und komm zur Mitte. Und wieder. Auf. Und zur Mitte. Nochmal. Auf. Und zur Mitte. Wieder auf. Und wieder zur Mitte. Jawohl. Jetzt beide Beine wieder lang. Legen jetzt das andere Bein nach oben. Erstmal ganz kurz. Knie schön nach unten. Beide Sitzhölzer fest auf den Boden. Legen jetzt das Bein hoch. Jawohl. Gehen wieder los. Wieder das Baby schaukeln. Hoch mit dem Bein. Hoch mit dem Fuß. Und wir drehen zur anderen Seite. Auf. Nur ganz wenig. Zurück. Und wieder. Auf. Zur Mitte. Nochmal. Auf. Zur Mitte. Nochmal. Auf. Und zur Mitte. Jawohl. So. Wenn wir das gemacht haben, drehen wir uns langsam auf den Rücken. Jetzt haben wir mehrere Optionen. Die erste Option, Knie. Zweite hier unten. Dritte Option, gucken, ob ich hinkriege. Bisschen fett geworden. Happy Baby. Wichtig ist nur, dass der Popo unten bleibt. Ja? Okay. Der Happy Baby kann ich super. Die anderen fassen gerne hier an und rollen erstmal nach außen. Zur Mitte.
Anfang. Rüber. Komm bitte. Komm wieder. Raus. Zur Mitte. Andere Seite. Zur Mitte. Nochmal. Jetzt. Mitte. Bleib hier. Jawohl. Mach ein Päckchen. Okay. Und stell die Beine ab. Wir sind schon angekommen. Wir fangen an ganz einfach mit Criss-Cross. Geht ganz einfach. Und Criss ab. Cross. Nochmal. Criss. Ab. Cross. Criss. Cross. Achtung! Und wir schnüren ein Päckchen und öffnen das Päckchen. Wir machen normale Päckchen und wer mehr kann, geht in die Doppelstreckung. Wieder das Päckchen und komm hoch. Und eins, zwei, drei, ab und eins. Drei. Und Criss. Ganz langsam. Eins, zwei, drei. Vier nochmal. Eins, zwei, drei. Etwas schneller. Cross. Und wir kommen wieder zum Päckchen. Vier voll. Und Double Snatch. Und nochmal. Und zack. Der Bauch. Ich sag immer, Bauch habe ich ja. Jetzt kommen wir zum Rücken. Genau das, was ich vorhin im Erklärungsvideo gesagt habe. Schön flach. Okay. Und heben. Die Kraft kommt aus dem Rücken. Aber wieder ein bisschen tiefer. Oh. So, für diejenigen,
die das hier schon anstrengend finden, die machen bitte auch nichts anderes. Die anderen machen natürlich 2, 3 und 4 gerne mit. Lass uns beide lang und drehen.
verlängern. Schön halten. Jawohl. Halt noch ein bisschen. Genießen die Länge. Und nimm die andere Seite. Yep. Okay. Kommst du jetzt das andere Bein etwas höher in die Leiste nehmen. Vielleicht ist es auch gut. Und nach vorne. Und geh die Länge über das linke Bein. Hold your hand, nimm mal aus dem Blut. Komm ein bisschen tiefer. Ich hab voll. Bereite dich auf die nächsten Rockstar vor. Gib die Hand frei. Die andere. Und komm nach oben. Zum nächsten Rockstar. Und die linke Flanke längs gezogen. Sehr schön. Genau so. Vielleicht was über den Körper zur Entspannungsrunde. Bleib ganz entspannt liegen und genieße die Zeit und die Entwicklung, die jetzt kommt. Deine Beine sind entspannt, deine Arme sind entspannt und es liegt locker und gelöst neben dem Körper. Jawohl. Du atmest tief ein. Bis in die Schultern. Und atmest aus und lässt dabei die Augen zufallen und merkst die Entspannung, die sich mehr und mehr in deinem Körper breit macht. Jawohl. Stellst du dir einen Feuerball genau in dem dritten Auge vor. Das dritte Auge befindet sich hier oben an der Nasenwurzel zwischen den beiden Augen.
nimmst diesen Energieball und führst ihn runter in das rechte Bein, bis zum rechten Fuß und lässt die Wärme und Energie über die Fußsohlen gleiten. Großer Zeh, Zeigezeh, Mittelzeh, Ringzeh, kleiner Zeh. Alles ist warm und durchblutet. Fußrücken, Fußgelenk, Wade, Schienbein, Knie, Oberschenkel, Vorder- und Rückseite. Der Ball gleitet durch das Becken in das linke Bein herunter. Durchwärmt Fußsohle, großen Zeh, Zeigezeh, Mittelzeh, Ringzeh, kleinen Zeh, Fußrücken, Fußgelenk, Unterschenkel, Rückseite, Schienbein, Knie, Oberschenkel, Rückseite, Vorderseite. Und kommt wieder in der Mitte des Beckens zusammen. Du merkst, wie sich die Wärme und die Energie ausbreitet. Im Bauch, im Rücken. Langsam der Energieball höher steigt. An den inneren Organen vorbei. Alles ist gut durchblutet. Voll versorgt die Lungenflügel und lässt den Energieball in den rechten Arm abgleiten, bis in die Hand, Handfläche, Daumen, Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger, kleiner Finger, Handfläche, Handrücken, Speicherelle, Ellbogengelenk, Oberarm. Ganz warm. Gibst den Energieball rüber auf die linke Seite und schiebst ihn runter bis in die linke Hand. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Handfläche, Handrücken, Handgelenk, Fellschläuche, Unterarm links, Ellbogen, Oberarm vorne. Wohlige Wärme am linken Schultergelenk und merkst, wie der Energieball hinten langsam am Nacken vorbei Richtung Schädel wandert. Kieferknochen, Mundhöhle, Rachenbaum, Nase, Baum, Augenhöhle, Stirnpartie und Hinterkopf, die beiden und langsam wieder zum Platz des dritten Auges wandert. Du spürst, wie deine Handflächen kribbeln, deine Fußsohlen kribbeln. Alles bewegt sich durch. Alles ist gelöst, alles ist entspannt. Genieße den kleinen Moment der Stille. Deine Arme, räkelst dich einmal kräftig
und drehst dich auf die Seite und bleibst auf der Seite noch einen kleinen Moment liegen. Herzlich willkommen zurück. Vielen lieben Dank für diese wunderschöne Yogastunde. Bleibt mir gesund. Bis in 3-4 Wochen. Natürlich bei mir im Kurs. Tschüss, ihr Lieben.